Schließ jetzt bitte die Augen und atme tief ein und aus. Und ein und aus. Du bist ruhig und entspannt. Alles ist in bester Ordnung. Du bist jetzt offen für alles, was deine innere Stimme dir sagt. Sie wird dich leiten. Öffne bitte wieder deine Augen. Das gefährliche Schwert würde mich genau hier treffen. Ich werde mich jetzt auf diesen Tisch legen und fesseln. Ich möchte dich bitten, dort drüben zu den nummerierten Haken zu gehen. Ja. Außerhalb des Gefahrenbereichs. Okay. Geh schon mal rüber. Berühre aber noch nichts und zieh auch noch an keinem Seil, okay? Ja. Janaina, ja? Es ist jetzt ganz wichtig, dass du nur auf meine Kommandos hörst, mhm, und auch nur an einem Seil ziehst, wenn ich es dir sage. Okay. Hast du das verstanden? Ja, ich habe es verstanden. Okay, dann konzentriere dich jetzt bitte und leg deine Hand nur über das Seil an Haken Nummer 1. Nur darüber legen und sag mir, was deine innere Stimme dir sagt. Löst dieses Seil das einzige gefährliche Schwert aus? Nein. Oder eines der vier sicheren? Nein, ich fühle mich sicher. Du fühlst dich sicher? Ja. Dann nimm dieses Seil jetzt bitte in die Hand. Und auf mein Kommando. 3, 2, 1, zieh! Jetzt schon fertig. Janaina, das ist gut gegangen. Das war sehr gut. Hast du eine Ahnung, wie sehr mein Herz schlägt? Du bleibst heil, Dana. Ich sterbe hier im Herzinfarkt. Janaina, es geht weiter. Oh. Leg jetzt bitte, das hast du sehr gut gemacht, leg jetzt bitte deine Hand über Seil an Haken Nummer 2. Horch auf deine innere Stimme und sag mir, was du spürst. Sicher oder gefährlich? Nummer 2 ist gut. Ist sicher? Ja. Dann nimm jetzt bitte dieses Seil in die Hand. Und auf mein Kommando. 3, nein, stopp! Halt! Ich habe ein ungutes Gefühl. Eigentlich ich auch. Nein, lass es hängen, bitte. Ich würde dieses Seil gerne zurückstellen. Ist das okay? Ja, super. Ich habe ein unsicheres Gefühl. Bitte leg deine Hand jetzt über den Haken Nummer 3, über das Seil an Haken Nummer 3. Den daneben, den wir schon benutzt haben, den kannst du nach innen über den Bügel werfen. Okay. Hör auf deine innere Stimme. Was spürst du? Sicher oder gefährlich? Nein, ich zittere voll. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut? Nein. Schau mal, meine Hand, ich habe keine Kontrolle mehr. Ich spüre, dass dieses Seil sicher ist. Wirklich? Nimm es bitte in die Hand. Soll ich trotzdem ziehen? Okay. Und auf mein Kommando. 3, 2, 1, zieh! Ich dachte nicht, dass es vorbereitet. Leg jetzt bitte deine Hand über
das nächste Seil. Die Nummer 4. Und sag mir, was du spürst. Sicher oder gefährlich? Sicher? Sicher. Ohne Zweifel? Sicher? Sicher. Das spüre ich auch. Nimm das Seil bitte in die Hand. Und auf mein Kommando. 3, 2, 1, zieh! Oh Gott! Gott sei Dank ist mein Kind noch nicht alt genug, um das zu sehen. Oh. Es sind jetzt noch 2 Seile über. Ja. Leg jetzt bitte die eine Hand über das Seil an Haken Nummer 2. Ich wieder hier rein. Okay, leg weg. Über 2. Nein, 2 haben wir gezogen. Richtig? Nee, 2 haben wir nicht gezogen. Du wolltest es nicht. Okay. Janaina, ich brauche jetzt deine Hilfe. Leg jetzt bitte eine Hand über Seil Nummer 2 und die andere über Seil Nummer 5. Eins ist sicher. Ja. Eins gefährlich. Konzentriere dich jetzt bitte und sag mir, welches Seil das sichere Schwert auslöst. Ich würde lieber hier bei 5 ziehen. Bei 5? Ja. 5 ist sicher. Ja. Ich möchte, dass du dich jetzt konzentrierst und an eine Situation denkst, die du vielleicht schon einmal hattest. Eine Situation, wo du dich auch ganz auf dein Bauchgefühl konzentrieren musstest. Versetz dich in diese Situation und sag mir bitte jetzt, welches Seil sicher ist. 5 ist sicher. 5. Ja. Ich möchte, dass jetzt all deine Kraft nur von deiner inneren Stimme kommt. Mhm. Und eine letzte Bestätigung. 5 ist sicher? Gib mir noch einen Moment. Okay. Dann nimm bitte jetzt Seil Nummer 5 in die Hand. Oh, ich habe Angst. Es ist die Nummer 5, die du spürst. Ja. Und auf mein Kommando. 3, 2, 1, zieh! Ah! Janaina, komm bitte zu mir. Bis jetzt ist alles gut gegangen. Zieh bitte diesen Bolzen. Vorsicht, Vorsicht. Geht's dir gut? Hast vorsichtig, du eins. Hast du keine Angst? Ich habe ganz viel Angst. Aufgeweckte. Oh. So, sehr schön, gratuliere. Ich habe ganz viel Angst gehabt. Ich zitter voll. Meine Damen und Herren, Jan Rouven. Wahnsinn. Ich habe Angst, dass wir das vertauschen. Wir müssen ganz schnell noch eine sehr wichtige Sache klären, denn unsere Zuschauer zu Hause denken jetzt vielleicht, Moment mal, dieses letzte Schwert, das ist doch wahrscheinlich angeschweißt oder ist irgendwie, das kann auf keinen Fall runterfallen. Können wir da den Gegenbeweis antreten, Jan? Okay, Janaina, komm bitte mit. Ja. Das letzte Seil. Das war hier 2. Das habe ich gezogen. Hast du? Ja. Haben wir beide zurückgestellt. Mhm. Ich habe dich bei diesen anderen Seilen auch nicht beeinflusst. Du hast auf deine innere Stimme gehört. Ja. Ist das richtig? Ja, ist richtig. Dann nimm jetzt bitte das letzte Seil und zieh. Darf ich ziehen? Meine Damen und Herren, wenn Sie diesen Mann hier, den Mann mit den 7 Leben, Jan Rouven, wiedersehen Wahnsinn. Möchten, 01...